Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarim. Es ist Sonntag und ja, nichts könnte besser passen als der Landwirtschaftssimulator 2012 für den 3DS. Wir spielen eine entspannte Runde im Anfängermodus. Hier sind wir auch schon. Willkommen auf deinem neuen Bauernhof. Bewirtschafte die Felder und investiere das verdiente Geld in Geräte. Getreide kann bei den Verkaufsstellen gegen Geld eingetauscht werden. Dein Bauernhof kann durch den Erwerb neuer Felder erweitert werden. Ja, so viel zur Einleitung. Mit B fährt man vorwärts, mit A, wenn es mich nicht alles täuscht, rückwärts. Ja. Das ist die erste Aufgabe, benutze deinen Drescher, um das Feld zu ernten. Mit Y wird es aktiviert und zack, los geht's. Landwirt. So. Dann mähen wir mal das Feld. Ne, mähen ist das, ist ja nicht die richtige. Oder doch? Mähdrescher? Ich glaube, das ist nicht ein Mähdrescher. Ich habe mal den Autopilot eingestellt. Das geht nämlich beim Spiel. Wenn du auf Feldern fährst. Da muss ich ja nichts machen. Macht das Spiel für mich von allein. Ja, ich dachte mal zur Abwechslung mal was Entspannteres, wo man auch mal ein bisschen Real Talk anstimmen kann. Ja, ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen in diesem Part. Darauf fern. Das hätten wir geklärt. Ein Telefonanruf während einer Aufnahme passiert. Ah, jetzt ist der Füllstand unten aufgefüllt. Vielleicht nicht so gut. Aber so, hier kann man mit dem Steuerkreuz mal das Fahrzeug wechseln. Habe ich hier den schönen Kipper. Den Kipper neben dem vollen Drescher aufzutanken. Um aufzutanken. So. Der untere Bildschirm ist auch nicht sehr attraktiv. Also ist hässlich, ja. Naja, das meinte ich so nicht. Ja, hier muss noch ein halbes Feld abgeerntet werden. Also jetzt schon 14 Uhr im Spiel. Zeit vergeht schnell im Spiel. Ist ja auch ein bisschen kompliziert, ja, das Einlenken. So, das Feld wurde schon irgendwie von wem anders abgeerntet. Das ist ein Grubber. Mit ihm wird das Feld für den Saat vorbereitet. Okay, das brauchen wir wahrscheinlich jetzt erstmal nicht. Ach so, ja, jetzt habe ich mich verfahren. Verfährst dich auf dem Bauernhof oder was? So, hier muss ich hin. Hier müsste dann irgendwo dieser Kran sein. Ja, genau. Ich habe das vorher schon mal ein bisschen gespielt. Da habe ich nicht ganz so bekloppt aussehe in dem Spiel. Ich meine, tue ich trotzdem, aber. So, haben wir hier einen vollen Hänger. Idyllische Landschaften. Rum geht's. Zur Abladestelle hier hin. Zack. Ich denke, das wird eine
Ja, seht ihr, jetzt wird abgeladen. Das wird eine kürzere Let's Play-Reihe. Ich weiß nicht, wie viele Parts ich davon spielen werde. So viele, wie ich hinbekomme. Ja, es kann sein, dass die Parts auch etwas kürzer werden. Mal sehen. So. Heute so ein bisschen der Einleitungstag hier. So, du mal hier wieder. Genau. Hopp, das wollen wir noch nicht abarbeiten. An der Stelle zurück, wo wir aufgehört haben. Mein Lieber. Jo, mich würde mal interessieren, habt ihr diesen Landwirtschaftssimulator schon mal gespielt? Ich kannte den von der Demo-Version her. Los, Autopilot wieder rein. Da geht's wieder los. Jo. Wenn die Anzeige voll ist, muss man den Laster wieder voll machen. Tja, habt ihr schon mal einen Landwirtschaftssimulator gespielt? Vielleicht nicht den 2012er, sondern den 13er, 14er, 15er, 16er oder 17er. Jetzt ist ja für den PC, glaube ich, 2017 rausgekommen. Wenn ich mich nicht irre. Das ist der 2012er für den 3DS. Etwas ältere Version. Ja. Ist jetzt nicht so ein spannendes, extrem aufregendes Spiel. Mit sehr viel Action. Oh, es wird schon Abend. Aber, oh. Ab und zu zur Abwechslung kann man das mal spielen, denke ich. Nicht so oft, denke ich. Ich werde es nicht so oft, aber doch ab und zu mal. So an Sonntagen, nachmittags mal pflegt. Um 16 Uhr. Könnt mir vorstellen. So. Es wird Abend. Schalt mal Scheinwerfer an. Damit wollen wir noch was sehen. So. Muss man gleich den Traktor holen. Bleibst du stehen. So. Traktor. Getreide ist zwar noch nicht voll, aber ein bisschen ist da vielleicht noch drin. Weiß nicht. Kann ich mir das noch abholen? So, haben wir zumindest eine halbe Tankladung. Zurück. Und zum, ja, da bin ich. Hab's nur Dunkelheit gar nicht gesehen. Ja, ich arbeite bis spät in die Nacht, um meine Familie zu ernähren. Junge, wer muss ja das Brot verdienen? Wenn man das nicht selbst anbaut. Ja, komm. Sag mal, kann ich eigentlich in den Fluss reinfahren? Och, nö. Schade. Kann ich nicht. Was soll denn das jetzt hier? Ich muss noch einmal wenden hier. So ordentlich drauf einmal. Zack, so. Einmal kippen. Da, richtig ist es. Hopp. Reinwärts gekippt. So, holen wir in die nächste Fuhr. Da ist ja noch was drin. Mähdrescher. So, und dann geht auch langsam der erste Tag auf dem Landwirtschaft. Wesen zu Ende. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Tag
einem sehr erfolgreichen Tag. Ich fahre nochmal hier übers Feld, damit ihr seht, was wir heute getan haben hier. Oh, der Feld abgebaut. Ja. Und weiter geht's im nächsten Part. Dann hier auf dem Bauerngrundstück. Mit der nächsten Aufgabe. Ja, bis dahin eine angenehme fürstliche Zeit. Es wird schon wieder morgen. Ich beziehe jetzt wieder meinen Fürstenposten. Und ja, vielleicht habe ich dann irgendwann zu einer anderen Zeit Lust, wieder den Landwirtschaftsposten zu beziehen. Bis dahin, Däumchen nach oben. Solltet ihr auch ein begeisterter Landwirt sein. Abo dalassen, falls ihr neu auf meinem Kanal seid und kein weiteres Landwirtschaftsvideo verpassen wollt. Gehabt euch wohl. Adios. Haut ran.